Hast du Muttermale und fragst dich, ob sie gutartig oder auffällig sind? Hautkrebs tritt bei vielen Menschen auf und deswegen ist die Hautkrebsvorsorge auch so wichtig. Sei gespannt, in diesem Video erkläre ich dir alles Wichtige, was du zum Thema Hautkrebs und insbesondere Muttermale wissen solltest. Mein Name ist Dr. Lies Martin. Ich bin Ärztin von Dermanostik der Online-Hautarztpraxis. Übrigens, das Muttermal gehört zu unseren Top-Diagnosen, denn viele schicken uns Bilder von ihren Muttermalen und wir können direkt sagen, ob es auffällig ist oder eben harmlos. Und wenn es auffällig ist, dann versorgen wir dich direkt auch mit einem Termin vor Ort. Es gibt zwei verschiedene Arten von Hautkrebs, den sogenannten weißen und den schwarzen Hautkrebs. Der weiße Hautkrebs kommt viel häufiger vor und meistens erkennt man das gar nicht auf den ersten Blick. Der schwarze Hautkrebs, den kennst du sicherlich, der entwickelt sich von einem Muttermal aus. Warum entsteht überhaupt Hautkrebs? Es gibt verschiedene Faktoren. Zum einen UV-Strahlung. Das ist die häufigste Ursache, denn die UV-Strahlung reizt die Zellen, sie werden zerstört und es kann passieren, dass sie mutieren, also sich verändern und dann anfangen zu wachsen. Das ist dann der Ursprung von einer Veränderung. Das zweite ist zum Beispiel eine genetische Veranlagung. Häufig gibt es Menschen, die berichten, dass in der Familie Hautkrebs häufiger vorkommt und deswegen fragt man auch immer nach Familienmitgliedern. Das nächste ist bestimmte Stoffe. Einige Stoffe wirken krebserregend, wenn sie in Kontakt kommen mit der Haut. Von daher auch da ist Vorsicht geboten. In vielen Videos habe ich bereits die ABCDE-Regel erzählt. Trotzdem zur Wiederholung, weil sie so wichtig ist. Die ABCDE-Regel bedeutet, ein Muttermal sollte nicht asymmetrisch sein. Es sollte scharf begrenzt sein. Am besten nur eine Farbe, einheitlich und nicht viele Farben. C steht für Kolorit. D ist der Durchmesser. Bis 0,5 cm ist es in Ordnung. Ab 5 mm bzw. 0,5 cm sollte man genauer hinschauen. Und E steht für Evolution, Veränderung. Wenn ein Muttermal plötzlich anfängt zu wachsen, zu bluten, eine Veränderung tritt auf, das ist kritisch. Außerdem das schwarze Entlein. Das bedeutet, wenn alle Muttermale gleich aussehen, aber eines sieht ganz anders aus, dann sollte man da nochmal genauer drauf schauen. Das sind sehr viele Informationen auf einmal. Deswegen haben wir alles auch bildlich dargestellt. Zum Beispiel bei Instagram, da kannst du direkt gleich vorbeischauen. Oder auch auf unserer Webseite im Hautarztlexikon ist das Muttermal auch mitbeschrieben. Stell dir vor, du hast uns ein Muttermal geschickt und wir diagnostizieren einen hochgradigen Verdacht auf Hautkrebs. Was heißt das jetzt für dich konkret? Erst einmal sollte man das mit einem Dermatoskop, also einer Lupe, begutachten. Da schaut sich dann der Dermatologe oder die Dermatologin an, wie das Muster ist. Einige Muttermale sehen makroskopisch auffällig aus, aber mikroskopisch in Ordnung. Wenn es aber mikroskopisch doch auch auffällig aussieht, dann sollte man eine Probeentnahme durchführen, eine Biopsie. Unter lokaler Betäubung wird dann die Stelle herausgeschnitten, um dann die Zellen unter dem Mikroskop zu beurteilen. Und dann hat man auch tatsächlich die endgültige Diagnose, ob es sich um ein ganz normales Muttermal, also Nevus handelt, oder um Hautkrebs, das maligne Melanom. Hast du vielleicht schon mal ein Hautkrebs-Screening oder eine Hautkrebsvorsorge gemacht? Was interessiert dich noch zu dem Thema Muttermale und Hautkrebs? Schreib es in die Kommentare rein. Ich freue mich sehr über ein Like. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann bleib up to date, klick da drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal.